Heute zeige ich euch einen leckeren Schweinebraten. Dazu braucht man 1 Kilo Schweinebraten, 2 bunte Suppengrün, 2 Esslöffel Senf, eine Zwiebel, 1 Esslöffel Öl, 250 Milliliter Wasser, Salz und Pfeffer. Zuerst wird die gehackte Zwiebel in dem Öl angebraten. In der Zwischenzeit den Braten mit Senf einreiben. Und anschließend mit Pfeffer und Salz würzen. Und so dann anschließend zu den Zwiebeln in den Bräter legen. Und von allen Seiten gut anbraten. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Den Braten mit dem Wasser ablöschen. Das Suppengrün klein schneiden, dazugeben. So, und alles zusammen dann im Backofen für 1,5 Stunden schmoren lassen. Zwischendurch immer mal wieder mit dem Bratenfond übergießen. Anschließend den Bratenfond mit Soßenbinder andicken. Ich serviere das Ganze dann mit Kartoffelklößen und Rotkohl, aber man kann auch jede andere Gemüsesorte und Beilagen dazu wählen. Ich wünsche guten Appetit!